Hi, hallo, schön, dass wir da sind. Also ich zeige euch heute, wie Sie in Blender so ein Fenster, ein Projekt oder ein Fenster so zum Beispiel speichern könnten. Also wir haben das Projekt schon erstellt und wir wollen jetzt speichern. Also Sie haben die Möglichkeit hier auf Datei zu gehen und dann können Sie zum Beispiel hier einfach speichern, drücken Sie einfach drauf und dann wird einfach gefragt, wie sollte das Projekt so heißen, und hier haben Sie die Möglichkeit, einfach einen Namen anzugeben und das Projekt zu speichern. Die zweite Möglichkeit ist, ich möchte euch einfach zeigen, wir wollen jetzt einfach zurückgehen, also, und Sie haben auch die Möglichkeit, nicht nur das Projekt zu speichern, Sie können zum Beispiel einen Ordner hier aussuchen, wo das Projekt landen sollte, und zum Beispiel sehen Sie auch hier oben, Sie können schon den Namen schon eingeben, wie Sie einfach, wo Sie einfach das Projekt sehen wollen. Und wenn Sie fertig sind, wir schreiben zum Beispiel, das Projekt sollte zum Beispiel Projekt 1 heißen, und das ist Punkt Blend. Und wenn Sie fertig sind, dann gehen Sie einfach hier als Blender-Datei speichern, dann drücken Sie einfach drauf und das Projekt wird einfach gespeichert. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel das Fenster speichern wollen, dann gehen Sie einfach hier hin. Sie haben die Möglichkeit, dieses Foto einfach zu speichern oder als Screencast einfach zu speichern. Wir beginnen einfach erstmal mit unserem Bildschirm speichern. Wenn Sie das Bildschirm speichern wollen, das Foto speichern wollen, dann drücken Sie einfach da drauf und dann hier haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, den Namen anzugeben, Dateinamen anzugeben, dann suchen Sie sich, wo das Datei landen sollte. Es könnte zum Beispiel auf dem Bildschirm sein und hier unten haben Sie die Möglichkeit, einfach das Bild zu speichern, nicht nur, also das Format suchen Sie hier, es könnte zum Beispiel in BMP sein, in PNG sein oder in JPEG sein. Wenn es in JPEG sein sollte, dann drücken Sie einfach drauf und sofort wird es einfach hier oben zugewiesen. Sie merken, es ist jetzt nicht mehr PNG, sondern jetzt JPEG. Und wenn Sie nochmal ändern wollen, Sie können immer alle Dateien zum Beispiel nehmen, wie Sie wollen. Früher war das PNG, aber jetzt haben wir JPEG genommen. Und Sie haben hier unten die Möglichkeit, nochmal zum Beispiel die Qualität zu erhöhen bis 100 und dann als Vollbild einfach zu speichern. Und hier können Sie zum Beispiel drücken und das Bild wird einfach gespeichert. So können Sie das Projekt einfach speichern und später nochmal bearbeiten mit anderen Programmen und als Thumbnail einfach zu benutzen. Ich freue mich einfach, dieses Projekt mit euch geteilt zu haben.